Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Alex! Oh Mann, er ist es wirklich. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ich wäre cool mit einer Umarmung. Gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, hä? Huh? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex.
Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Hab ich gemerkt. Willkommen in Haven. Echt hübsch. Komm. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was ist deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde, naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade.
Der hat so einiges gesehen. Perfekt. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Wir können gehen, wenn ich mich umgesehen habe. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Wenn ich nicht genommen werde. Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Kann los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Ja. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. So, hier ist es. Wow. Danke für die Info. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Schritt 1,
die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen.
Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Hm. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Was tut er? Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde... Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Er wirkt cool. Für einen Förster. Die 9. Wächterin, Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Und so bunt. Gabes Platte ist hier drin, aber welche ist es? Auf jeden Fall ist dieser Ort wunderbar seltsam. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch.
Das schreit nach Kleinstadt. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Du kommst auch nicht zur Ruhe, was? Armes Ding. In dieser schwierigen Zeit könnte die Welt wirklich mehr Rocksongs mit Klarinetten-Solos gebrauchen. Und wo ist mein reicher polnischer Klarinettist, der mir Sachen kauft? Wegen der Notiz will ich es jetzt erst recht anfassen. Du willst echt draufgehen, oder? Ich wollte doch nur sehen, was passiert. Du hast Glück, dass Steph hinter einer schalldichten Wand sitzt. Hey, nenn es Glück. Aber ich habe den Tod überlistet. Colorado steht auf alternativen Rock. Ich habe in der Schule einen Aufsatz über Jane Eyre geschrieben. Irgendwann würde ich es gern mal lesen. Valkyrie, abgefahrener Name für eine Katze. Moment. Ist das die Warteliste? Ganz ruhig. Ich will nur kurz... Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Fuck. Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Ich find's toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat.
Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Ich glaube, Gabe ist jetzt so emo, dass er keine Instrumente mehr mag. Er hört Kerle, die ins Mikro schreien und weinen. Ach, gütiger Gott, das wäre ja grauenvoll. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Vielleicht in der Box? Was wäre, wenn ihr nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn. Scheiße. Also hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. Kannst du in der Kasse nachsehen? Okay. Aber was, wenn es 3 volle Stunden Improvisation mit Jazzflöte sind? Die er sich reinzieht, während er vernichtende Filmkritiken schreibt. Ja, während er einen 50-Dollar Americano schlürft. Nichts. Kein Spielzeug. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Der perfekte Ort für ein Katzenspielzeug. In Regalen könnte man doch sowas aufbewahren, oder? Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Der perfekte Ort für ein Katzenspielzeug. Vielleicht ist es in dem Karton. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Also klar. Moment.
Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Er tat nur cool. Aber er war ein echter Nerd. Er hat einmal so getan, als springe er von der Bühne. Und fiel vom Bett, verstauchte sich den Fuß. War lustig. Mit deiner Hilfe kommen wir endlich mal an Gabes allerpeinlichste Geschichten. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Alles okay, danke. Hat sie gerade wirklich Lab gesagt? Ja. Steph ist nicht nur DJin, sondern auch die Königin der Haven Nerds. Klingt, als gäbe es Ärger im Königreich. Ja, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder? Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus.
Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Okay. Ich habe vorhin mit Ethan gesprochen und er erzählte was von einer Mine, die er erkunden will. Oh Mann. Er wirkte, als wüsste er, was er tut, aber ich dachte, ich sag es dir lieber. Dieser Bengel. Ich muss es Charlotte sagen. Gib mir einen Moment. Ethan kriegt Ärger. Wirklich? Mal sehen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hast das Richtige getan. Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber. Ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja. Heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaube ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Gabe, es ist super. Schön. Wirklich? Ich bin echt sprachlos. Wie wär's mit Danke? Oder du bist der Beste?
Oder ich nenne mein erstes und drittes Kind auf jeden Fall Gabriel oder Gabriella. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ich hab echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und ein Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihnen. Lebenslange Übung. Du bist dran. Ja, kannst du alleine machen. Ach, warte kurz. Ja? Hey, Mac? Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschlagen. Nein, 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 nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Von ihr fern!
Stopp! Alex! Gabe, ich wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Gut. Gabe, Alex, warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Am besten packe ich erstmal aus.